Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind unterwegs von dem alten DDR-Teil Bahnhof Falkensee zurück zum U-Bahnhof Rathaus Spandau. Und da sind wir auch schon bald. Wir haben 3,7 Minuten noch Zeit, da anzukommen. Ich drücke jetzt mal die Pause raus. Und dann warten wir auf, ja, auf Grün. Nee, kann ich das da so? Nee. Nur ein bisschen vorfahren, sonst sehe ich nämlich die Ampel nicht. Ja, so. So geht das. Das sieht ja witzig aus mit der Werbung. Ah ja, Heerstraße Stadtgrenze, genau, das ist die 92. Ich glaube, ich habe mir nämlich was überlegt. Wir sind ja auch gleich da, wir gehen jetzt weiter. Was mache ich denn, wenn wir jetzt angekommen sind? Was strengen wir denn als nächstes an? Da habe ich mir überlegt, jetzt ist die Ampel auch schon wieder rot. Ah, da wird sie grün. Dass wir noch ein bisschen in der Umgebung bleiben. Aber ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich das in den OMSI-Unterlagen nirgendwo gefunden habe. Wann genau war denn das Feuerwerk, als die Mauer gefallen ist? Und das war am 9. November abends, so 21 Uhr irgendwas. Und ja, da ich jetzt... Nein, wir sollen hier nicht. Die wollen in die 92. Ja, rot. Vorsicht. Oh, ganz schön leck. So, weiter. Und da will ich dann am 9. November abends um 21 Uhr noch was rum, will ich dann nämlich die 92 fahren. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das Feuerwerk sehen. So viel ich weiß, ist das nämlich eingebaut in OMSI. Ich habe es aber noch nie gesehen. Wäre doch eine tolle Sache, oder? Vielleicht reicht das ja, wenn man an dem Tag zu der Zeit unterwegs ist. So, hier ist die, ja, eigentlich, huch, Endhaltestelle. Da ist aber was weggefloppt gerade da vorne. Was war denn das? Hier müssen wir. So. Obwohl komischerweise ich noch weiterfahren muss bis zur Galenstraße. Jetzt darfst du raus, Manfred, du warte, Hannes. Da vermehren sich die Fahrgäste, indem sie einfach spawnen. Hey, ich habe keine Tür zugemacht. Was war das? Alle raus? Ja, hier ist ja auch Endhaltestelle. Was kommt da für einer an? Muss doch mal gucken. Auch eine 92. Das ist ja... Aua, aua, aua. Geil. Die wollte ich dann auch mal fahren, die 92. Das ist bestimmt interessant und vielleicht haben wir ja Glück. So, ich fahre noch eben den Rest. Nach einer Verfrühung, aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, da muss ich da vorne nämlich rechts rum und dann sind wir auch schon an meinem Terminus. So. Genau, hier muss ich rechts, dann fahre ich mir hier auf die Spur. Ist ja gerade kein Bus da, der hier rumparken könnte. So. Hallo, Kollege. Ah ja, grün. Aber was nehme ich für einen Bus? Nicht wieder den gleichen, oder? Meinen anderen? Wieder ein Doppeldecker? Oh, ich weiß noch nicht. Gelenkbus? Oh, das ist so schwer. Ich glaube, ich müsste nochmal sowas nehmen. Aber ich nehme dann sowas nicht mit dieser Rollanzeige, sondern auch schon so einen modernen. Genau. Das mache ich dann. So wie der, der gerade neben uns stand. So ein. Das passt besser in die Zeit, ne? Glaube ich. So, ist grün. Ja, fahren wir hier links rein. Terminus Galenstraße. Ja, siehst du. Ups! Ah, einmal zu früh, sonst alles okay. Ich kann das, ne? Hier, Gegenverkehr Vorrang lassen, wenn ich links abbiegen will. Aber das solltet ihr auch mal lernen. Ihr KIs. So. Und da sind wir wieder. Hier hat das ganze Theater angefangen. Es war nur deutlich dunkler. Zack. Ja, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, ich muss erstmal raus aus dem Fahrplan. Jep. Jetzt kann ich nämlich... Kann ich das Datum umstellen rückwärts? Ich glaube, das geht gar nicht, oder?
Nee, das kann ich nicht umstellen. Wir haben den 11. Nee, wir haben den 14. November. Wir wollen aber zum. Was war doch der 9., ne? Dann muss ich hier ein ganz neues Spiel machen. Neues Spiel starten. Ich gucke vorsichtshalber nochmal ganz schnell hier drüben. Ich habe das genaue Datum nämlich gar nicht so. Ja, 9.11.2000. Hä? 2009? Was? Nein, das war gar nicht so. Nicht 2009. Jetzt weiß ich gar nicht, wann das war. Ja, dann, ich denke mal, ich versuch's mal mit dem 9.11., aber ich glaube, ich sollte da vorher mal nachgucken. Das mache ich auch eben. Ich mache mal die Aufnahme aus und gucke nochmal, ob ich da genauere Informationen finde, wann das Feuerwerk war. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ja, so, also ich habe nochmal nachgeguckt. Das müsste der 9. November sein. 1989. Ich hoffe, und jetzt muss ich da mal was leiser drehen, sonst habe ich dann ja so einen Wahnsinnslärm. Ich hoffe, das ist richtig. Dann mache ich nämlich hier Datum, Uhrzeit einstellen. Datum und Uhrzeit einstellen. Nein, letzten Stand diese Karte ohne Busse laden. Datum, Uhrzeit ein. So geht's, genau. Und zwar. Hä? 17. Also, da haben wir 09 11. Hä? Neunter Elfter 1989. So. Uhrzeit? Ja, das machen wir natürlich später. Das ist ja abends spät. 20:42 Uhr. Gucken wir so ab 20:30 Uhr, was wir denn da so finden. Die 92 will ich fahren. Okay. Ja, Jetzt habe ich wieder auf die Zeit nicht geachtet, habe ich jetzt keine Anzeige hier, weil ich zwischen mal die Aufnahme gestoppt habe. Muss ich so ungefähr schätzen, wird es ein bisschen länger wahrscheinlich, die Folge macht ja auch nichts. Ich möchte das klar kriegen, dass das feststeht. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir die 92 fahren oder ob wir die 92 fahren und ein Feuerwerk sehen können. Oh, wird's denn noch mal was? Ja, wird es eine schöne, langweilige Folge, wo ich nur in Menüs rumspiele und Ladebildschirme gezeigt werden und euch dummes Zeug erzähle. So, ja, der Bus ist weg, ne? Klar, neu gestartet. Wir wollten sowieso einen anderen nehmen. Da nehmen wir MAN. Und zwar jetzt mal so einen moderneren. Wie wär's mit dem? Ja, sowas. Den hat's vielleicht noch nicht so ganz gegeben. Da, 1991, 2 Jahre später. Jetzt wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Den nehmen wir jetzt. So, damit es mal ein bisschen was anderes gibt. Jägermeister. Was haben wir denn da noch? Lada. Ja gut, komm, passt. Was heißt denn NL? Spandau 88. Ja, wird wohl richtig sein. Nummer ist mir egal. Da müssen wir noch wieder das hin machen. Jo. Wo startet denn die Linie 92? Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir da starten. Aber das werden wir ja gleich erfahren, wenn wir uns den Fahrplan nehmen. Ja, da es dunkel ist, ist es klar. Wir haben ja abends, wir haben ja jetzt 8:30 Uhr abends im November. Da ist es natürlich duster. Außerdem sind wir jetzt im Weltall, da ist es immer duster. Genau.
Ach, das sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist ja auch an der Stadtgrenze, nur eben woanders. Und jetzt gucken wir mal, was es so an Fahrplänen gibt. Ja, was ist denn 92? Was ist 92 eh, ne? Ja. 92, Montag bis Freitag. Endstelle Stadtgrenze. Anfang Freudstraße. Das ist andersrum. Das ist zu spät. Das ist ja doof. Zeit zurückstellen kann ich noch nicht. Boah. Also Endstelle Freudstraße, Anfang Stadtgrenze. Ja, 20:28 Uhr. Das ist eigentlich gut. Ende Stadtgrenze müsste doch hier sein, ne? Wir fangen an um 20:28 Uhr. Das ist ja schon. Ja, wo ist denn das jetzt? Ich mache jetzt das einfach mal, obwohl wir das gleich wieder wegdrücken müssen, aber nur, um auf den Plan gucken zu können. Pillnitzer Weg, Heerstraße. Wie heißt das hier, wo wir hier sind? Schon wieder vergessen. Reimer Weg stand hier gerade noch. Jetzt sind wir wieder weg. Reimer Weg, genau. Stadtgrenze Pillnitzer. Ja, das ist doch da hinten hier. Da hinten habe ich ja gestanden mit der anderen Linie. Zu anderen Zeiten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders hier. Bergstraße, Heerstraße. Ja, das ist zurück. Stadt Pillnitzer Weg. Warum steht hier nicht Reimerstraße? Ist schon, aber ich muss da schon lang. Also das ist schon richtig. Muss ich da jetzt einmal rumfahren? Oder muss ich hier raus und zurück? Ich weiß das gar nicht. Naja. Ich könnte jetzt erstmal fahren und gucken, ne? Oder ich weiß noch was Besseres. Ich mach mal so. So, wo stehe ich da? Muss das jetzt herausfinden. Hier ist die Haltestelle, die da heißt. Boah, das kann man ja gar nicht sehen, ey. Ja, Reimerstraße. Ne? Steht hier auch, ne? Ho? Ja, Reimer Weg, genau. Und wenn ich jetzt da hinten hinfahre, geht das überhaupt noch? Ja, da ist nämlich jetzt die Mauer. Ach, die ist jetzt gerade frisch geöffnet mit so einem Übergang. Und hier ist Stadtgrenze. Da muss ich also hin zur Stadtgrenze, genau. Habe ich den Plan noch? Ja, ich muss zur Stadtgrenze. Da fange ich auch an. Ich muss also da hinten hinfahren und da fange ich an um 20:28 Uhr. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal raus aus dem Plan. Weil sonst kann ich die Zeit nicht zurückstellen. So, ne? Schwupps. Paar Minuten Zeit zurückstellen. Genau. Und jetzt nehmen wir den Plan hier. Die 92, montags bis Freitag 1, was haben wir für einen Wochentag? Donnerstag, okay. Stadtgrenze 20:28 Uhr, die wollen wir haben. Okay. Ja, ein bisschen knapp, ich muss ja die Karre erstmal in Gang bringen. Okay. Machen wir schon mal weg. Ich muss jetzt auch noch schildern. Kann der mit Ibis arbeiten? Ich versuch's einfach mal. 092 00. Okay. Und dann versuchen wir mal mit Route 01 Stadtgrenze. Ist das Ziel? Ist es aber falsch? Wir müssen die 02 nehmen. Route 02 Freudstraße. Genau. Das funktioniert. Womöglich kommen sogar Ansagen. Ich gucke aber nochmal eben draußen. 92. Aha, Spandau Freudstraße. Jawohl. Hervorragend. Ja, was so richtig Profi ist, ne? Jetzt müssen wir noch Innenlicht anmachen hier, sonst maulen die gleich wieder. Zack, na, zack, 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 zack. Jetzt alles an. Ich glaube, das ist meiner hier. Der geht ja automatisch an, wenn ich die Türen aufmache, ne? Ja, genau. Tür wieder zu. Geht's wieder aus. So war's. November, Heizung. Ach, wo. Da machen wir schon mal den an.
So, der gibt mir mal mein Lenkrad wieder. Dann fahre ich jetzt erstmal zum Startpunkt hin. Genau. Jo. So. Haha. Der hört sich anders an irgendwie als vorhin der, ne? Und der fühlt sich so an, als wenn der ein bisschen mehr Power hätte irgendwie. Heureka. 70. Huhuhuhu. Oh, wir müssen ja schon los. Die Zeit ist ja schon abgelaufen. Verflucht, wir haben schon Verspätung. Da kann jetzt aber doch nicht die 92 stehen. Das ist doch unser. Weg, 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 weg. Jetzt haben wir sogar schon 0,1 Minute Verspätung. Ist das die 92? Kann ich sehen, aber irgendwas anders. So, Stadtgrenze. Die Leute müssten wir jetzt einsteigen lassen und dann sofort losdüsen, wenn die denn rein wollen. Machen die so Anstalten? Irgendwie verhalten die sich eigenartig. Wie auch immer, ob die einsteigen oder nicht, wir starten hier unsere Tour, aber beim nächsten Mal. Denn die Zeit ist mit Sicherheit längst abgelaufen. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und dann seid morgen wieder dabei, wenn wir die 92 fahren und dann Daumen drücken, dass wir ein Feuerwerk sehen, ne? Denn so um die Zeit rum müsste das doch eigentlich. Oh, da können wir ganz schön lange fahren, bis so ein Feuerwerk kommt. Na, schauen wir mal. Bis dann, bye bye, tschüssi.